Hoi, grüß euch. Wie wären wir einen Wolf und einen Bär wieder los? Ganz einfach. Ist mir jetzt ein ganz Rotkäppchen verkleiden, nimmst einen Korb, jetzt einen Wein und einen Kuchen in die Klappe, ein paar Blumen und nachher geht es in den Wald hinein. Dann müsst ihr es noch ganz laut riefen. Ich gehe jetzt zur Großmutter. Das hört der Wolf. Und er schleicht dahinter her, weil er will ja die Großmutter fressen. Logisch, müsst ihr aufpassen, dass es nicht bei die 7 Geißlein und die 7 Schäflein vorbeigeht. Weil die sind will er ja auch fressen. Also, es geht allen tiefer in den Wald rein, wo das Amt für Jagd und Fischerei ein Bär schon hingefangen hat. Der hat eine Betäubung gekriegt und schlaft jetzt mittel den Wald. Bald der Wolf kommt, sein wacht der Bär auch. Er reißt die Augen auf und der Wolf fragt ihn: Großmutter, warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, sagt der Bär. Der Bär ist noch so viel müde von der Betäubung, deswegen reißt das Maul auf und muss so viel gähnen. Da fragt der Wolf: Großmutter, warum hast du einen so großen Mund? Da hupft der Bär rauf und schreit: Damit ich dich besser fressen kann. Da kriegt der Wolf von Angst und er rennt und rennt und rennt und rennt davon. Und der Bär, der rennt und rennt und rennt und rennt dem Wolf noch, weil er ihn ja erwischen will. Und das so, sei mir Pferde los, ein Wolf und ein Bär. Bitteschön, gern geschehen. Pfiat denk, ein Grin Flünscher in Frone. Verjagt, verwildert, fertig.